Die Installation von Sabine Schlunk und Gunnar Millersonne trägt den poetischen Titel Geruch der Mysterien. Die sinnliche Arbeit verwebt Bereiche zu Mythik, Landschaft und Entgiftung. Die Landschaft ist eine wichtige Inspirationsquelle für beide Künstlerinnen. Für Gunnar Millersonne ist das der Norden Lettlands, die wilde Natur, dort, wo die Künstlerin aufgewachsen ist. Die Erinnerung an jene Landschaft und die Mythen, die damit verbunden sind, stellen einen wichtigen Bezugspunkt für die Künstlerin dar. Für Sabine Schlunk ist es der heilende Aspekt der Natur. Die Künstlerin war im vergangenen Jahr verletzt und hat zur Regeneration dieser Verletzung heilende Moorpackungen erhalten. Das Moor hat damit einen festen Bezugsgrund in der Ausstellung erhalten. Schon die Präsentation des runden Moores mit der Hängung der Bilder evoziert einen sehr mythischen, fast schon eine metaphysische Komponente in der Ausstellung, die über Entgiftung und Macht nachdenkt. Macht bedeutet stets Kontrolle und fragt unweigerlich, ob diese Kontrolle ausbalanciert werden muss. In Zeiten von Covid-19 sind wir tagtäglich damit konfrontiert, über Krankheit zu sprechen, über systemische Probleme zu sprechen. Für die Zukunft bleibt uns das Nachdenken, welche Strukturen weichen müssen. Wie geht es gesünder nach Covid-19 weiter? Wie können wir Macht ausgleichen? Welche heilenden Wirkungen benötigen wir? Die Anordnung in einem Kreis, in einem Runden, evoziiert Assoziationen zu Schamanen, zu nordischen Kulturen, die im Kreis der Gemeinschaft Austausch finden, Antworten suchen, sich Fragen stellen. Vielleicht ist es nun an der Zeit, gemeinsam zusammenzukommen, über Dinge nachzudenken, die schon längst im Argen sind. Denn eine Sache ist klar, dass in der heutigen Zeit, gerade in Zeiten von Covid-19, viele systemische Dinge, also Dinge, die bereits vor der Krise nicht richtig gelaufen sind, durch diese Krise verstärkt geworden sind und es an der Zeit ist, gemeinsam solidarisch über Lösungsansätze nachzudenken, um gemeinsam für ein gesundes Ökosystem zu sorgen. Die beiden Künstlerinnen Penelope Richardson und Sandra Strehle denken in ihren Arbeiten über Ökosystem und Erfolg nach. Wie sehr entscheidet das Ökosystem über den eigenen Erfolg? Was passiert, wenn dieses Ökosystem Dinge als fremd, als exotisch, als anders einstuft? Wie verhalten sich solche toxischen Systeme zum Erfolg? In der Natur spielen ortsspezifische Konditionen für das Wachstum von zum Beispiel Pflanzen eine wichtige Rolle. Erfolg ist dort von den richtigen Lichtbedingungen, Erdbeschaffenheit und vom Klima abhängig. In ihrer Recherche sind die beiden Künstlerinnen auf interessante Dinge gestoßen. So zum Beispiel, und das verbindet beide Künstlerinnen in ihrer Arbeit, dass es sowohl in der lettischen Geschichte des Sozialismus wie auch in der deutschen Geschichte des Nationalsozialismus häufig in der Bürodekoration in Anführungszeichen exotische Pflanzen verwendet wurden. Als Dekoration. Exotisch ist schon selbst ein konnotierter Begriff. Und gerade in diesen zwei autoritären Regimen, die das Fremde als politisch instrumentalisiert haben, ist ein Begriff wie exotisch niemals wertneutral. Penelope Richardson zeigt die Pflanzen in Münchner Gebäuden. Viele dieser Gebäude hatten im Nationalsozialismus eine wichtige Funktion und sind heute in kultureller Umnutzung. So wie zum Beispiel das Zentralinstitut der Kunstgeschichte, das ein ehemaliges NSDAP-Verwaltungsgebäude war. Sandra Strehle auf der anderen Seite zeigt in Anführungszeichen exotische Pflanzen in musealen Räumen. Auch diese Räume niemals wertneutral, sondern selbst schon Machträume. Sie zeigt die Objektifizierung des Exotischen parallel durch die Darstellung von Akten, von weiblichen Akten, die von männlichen Betrachtern angesehen werden. Das Spiel von nackten weiblichen Körpern männlicher Blick
hat eine lange Tradition in der Kunstgeschichte. Das Exotische galt als das Interessante und wurde dadurch in einen bestimmten Rahmen gelenkt. Das Exotische in der Kunst ist aber auch stets das Nicht-Mächtige. Die beiden Pole zu Kunst als Detoxifizierung, wie im Beispiel von Penelope Richardson durch die Umnutzung von ehemals NS-Gebäuden nun in kultureller Hand, aber auch die toxische Gewalt von Kunst, wie im Beispiel von Sandra Strehle durch die Objektifizierung des weiblichen Körpers, werden hier interessant zusammengebracht. Sie stellen die Frage danach, was passiert, wenn Imagination im Monopol eines autoritären Bereiches ist. Was passiert, wenn alle Vorstellungen auf ein Klischee, auf ein Stereotyp zurückzuführen sind? Wie sieht es aus, wenn Erfolg plötzlich davon abhängig ist, was das Ökosystem als heimisch empfindet, als erfolgswürdig empfindet? Wie setzt sich Macht in einem Ökosystem um? Wie toxisch greift Macht in diesem Ökosystem auf andere Dinge über? In der Arbeit von Karin Fröhlich und ihrer lettischen Partnerin Gundega Evelone geht es durchaus um den Bereich des Experimentierens. Die beiden haben uns eine Art von Laborsituation in die Ausstellung hineingebaut als installatives Objekt. Zu Beginn der Ausstellung, als wir das Konzept entwickelt haben, haben wir darüber nachgedacht, dass in einer Ausstellung, die sich mit Erfolg, mit Macht, mit Ökosystem auseinandersetzt, durchaus auch der Bereich des Misserfolges, des Scheiterns durchdacht werden muss, denn nicht jede künstlerische Kooperation kann und muss notwendigerweise funktionieren. Interessanterweise traut man es der Kunst häufig zwar zu, ein Experimentierfeld zu sein, aber wenn ein Kunstwerk nicht gelingt, wird sofort von einer schlechten Qualität gesprochen. In der Wissenschaft ist jede Form von Experimentieren so angelegt, dass ein Scheitern eines Experimentes Datenpunkte geben und diese Daten später in Wissen übersetzt werden. In der Kunst machen wir das weniger. Es gibt etliche Kritiken, die zwar Bücher mit schlechter Kunst, vermeintlich schlechter Kunst zumindest, füllen, aber diese schlechten Parameter, was sie als schlechte Kunst definieren, wenig in richtige Parameter übersetzen. Wir sehen bei der Arbeit von Karin Fröhlich den Punkt als einen der wichtigen Ausgangspunkte. Solidarität besteht aus einem Netzwerk der vielen. Als ich die Arbeit zum ersten Mal gesehen habe, muss ich an die englische Redewendung Connecting the Dots denken. Erfolg wird von einem Netzwerk getragen. Der Einzelne hat dabei eine Rolle und in Verbindung mit anderen wird plötzlich ein Netzwerk gebildet. Wissen wird geteilt, Wissen wird zugänglich gemacht und indem wir die Fähigkeit haben, bestimmte Datenpunkte innerhalb unseres Netzwerkes zu verbinden, schaffen wir es tatsächlich, einen Wissensvorsprung zu haben und damit vielleicht auch den künstlerischen Erfolg voranzubringen. Bei der Arbeit von Gundega Evelone sehen wir eine Art von futuristischem Inkubator. Ihre Arbeit setzt sich mit einer feministisch-futuristischen Vision auseinander. Wie sehe eine Zukunft aus, bei denen Frauen sich ohne Hilfe von Männern reproduzieren können? Ihre Punkte stehen für Zellen. Wie sehe ein Matriarchat als Gesellschaftsmodell aus? Braucht es für die Zukunft mehr weibliche Dominanz, bis die Machtmonopole aufgebrochen sind? Interessantes Denken über künstlerischen Erfolg in Kontrast zu dem Monopol, das wir momentan in der neoliberalen Gesellschaft häufig sehen, bei denen der Diskurs zu Macht meist von Männern maßgeblich geformt wird. Die Münchner Künstlerin Patricia Linke und ihre lettische Partnerin Laura Feldberger haben
die sehr flüchtigen Begriffe des Netzwerkes und des künstlerischen Erfolges in zwei künstlerische Arbeiten übersetzt. Bei der Arbeit von Patrizia Linke sehen wir ein weibliches Porträt, das uns als Betrachter anblickt. Das Selbstbildnis hat in der Kunstgeschichte eine lange Tradition, eines der bekanntesten Selbstbildnisse ist vermutlich jenes von Dürer. Wenn wir heute von Selbstbildnis sprechen, sprechen wir viel eher vom Selfie und von einer Art von Celebrity Culture. Gerade in den sozialen Netzwerken werden Selfies gerne geteilt, gerne gezeigt. Ein Celebrity ist eine Person, die gefeiert wird, weil sie berühmt ist. Häufig ist gar nicht mehr ganz genau das Talent zu erkennen und klar, warum diese Person plötzlich Berühmtheit erlangt hat, außer dass sie mit einer gewissen Viralität im Internet zusammengedacht wird. Viralität bedeutet hier eine starke Sichtbarkeit. Patrizia Linke deutet somit an, dass das Netzwerk und auch der berufliche Erfolg von einer gewissen Form von Sichtbarkeit abhängig ist und fragt aber auch, wie diese Sichtbarkeit zustande kommt. Wie schafft man es, mit dem richtigen Branding zu einer eigenen Marke zu werden? Welche Grenzen gibt es dabei? Wie kann man jene Grenzen auflösen? Ähnliche Fragen stellt sich auch die Künstlerin Laura Feldberger, die in einer installativen Arbeit Vorhänge zeigt, die einen Raumabschnitt abteilen, abgrenzen. Und je nachdem, ob eine Person sich davor oder dahinter befindet, sehen wir einen gewissen Schattenwurf oder die Person sichtbar. Es zeigt damit die beiden Pole, in denen letztendlich auch die Begriffe von Erfolg und Misserfolg gedacht werden müssen. Denn so sehr wir auch uns bemühen, Erfolg als eine sehr lineare und sehr zielorientierte Leistung darzustellen, Erfolg ist nie eine lineare Leistung, sondern besteht häufig auf dem Weg von sehr viel Misserfolg, den man aber in seinem Branding meistens gerne rauslässt und Wege eher gerade, lineare erscheinen lässt, als sie wirklich sind. Laura Feldberger zeigt dadurch, dass vieles im Erfolg im Unklaren ist und es je nachdem davon abhängig ist, ob eine Person im Fokus, also im Licht steht oder sich hinter dem Vorhang befindet und im Abgedunkelten hinter den Mauern bzw. für die meisten Künstler im dunklen Atelier abseits von der Sichtbarkeit im Netzwerk arbeitet und erst mit den fertigen Werken dann hinausgeht in die Welt. Mir war es wichtig, dass es im kuratorischen Konzept einen Raum für Potenzial gibt, für das Unerwartete, einen Raum, der zum Spielen, zum Scheitern und für Experimente einlädt. Wenn man gemeinsam über Erfolg, Ökosystem, Vernetzung und Entgiftung nachdenkt, muss man auch seine Rolle als Kurator überdenken. Es braucht eine Komponente des Zufälligen, damit gewisse Dinge funktionieren. Die Künstlerinnen habe ich nicht bewusst in ihre temporären Kollektive geordnet, sondern dabei den Zufall entscheiden lassen. Es wurden Namen gezogen und so hat sich das temporäre Kollektiv gefunden. Silke Bachmann und Jeva Balode arbeiten künstlerisch sehr unterschiedlich und doch haben sie in dem Symbol der Hände eine gemeinsame Schnittmenge gefunden. Jeva Balodes Arbeit besteht aus zwei Teilen. Zum einen haben wir ein Bild von zwei weiblichen Händen, die ineinander greifen. Ein Symbol der Solidarität. Eine Idee von Sisterhood. Es zeigt menschliche Nähe, Verletzlichkeit. Und gerade in Zeiten von Covid-19 ist es nicht mehr selbstverständlich, dass wir einander die Hände reichen können. Das Symbol des Händereichens ist ein Symbol des Helfens, ein Friedensangebot, ein Begrüßen. Zwei Menschen, die sich treffen und einander ein Zeichen setzen. Der zweite Bereich ihrer Arbeit besteht aus einem Dia-Projektor mit Dia-Trägern, auf denen die Künstlerin Pilze angezüchtet hat. Auch hier taucht das Moment
des Experimentierens wieder auf, die Kunst als Versuchslabor. Silke Bachmann zeigt uns in ihrem Werk Hände, Hände, die durch einen mystischen Spiegel hindurchblicken. Die Hände sind umgeben von Pilzen. Es ist ein Mythos, dass Erfolg homemade ist, selbstgemacht. In den USA, im englischsprachigen Raum, hört man zwar immer wieder the self-made man or the self-made woman, aber self-made ist niemand. Erfolg ist stets von anderen Faktoren mitgeprägt, sei es von Geschlecht, sozialem Hintergrund oder der Hautfarbe. Erfolg ist ein gemeinschaftliches Produkt. Keiner ist alleine.